Die Burg Glockenhaus wurde um das Jahr 1200 auf einem Felsriegel über dem Tal der Günz als Castrum Leuca erbaut. In Bezug auf die Burg Glockenhaus gibt es unter Fachleuten eine Diskussion, war die Burg nun eine Ordensburg der Templer, ja oder nein? Dieser Frage gehen auch wir mit diesem Video nach. Auf der Westseite betreten wir die Vorburg mit ihrem Renaissancehof, dem unteren Burghof. Über den romanischen Stiegenaufgang erreichen wir den mittleren Burghof. Auf dieser Ebene liegt unter anderem die alte Burgküche, die Rauchküche. Die Herdstelle ist aus dem 16. Jahrhundert. Weiters finden sich in diesem Bereich Vorratskammern und auch die Trinkstube. Durch zwei Ausstellungsräume gelangen wir in das Herzstück der Burg, in den Kultraum. War dieser Raum gar eine Unterkirche, ein Observatorium? Jedenfalls die Atmosphäre ist beeindruckend. Der Raum besitzt zwei frühgotische Apsiden. Auf einem Schlussstein findet sich ein Tatzen- oder ein Templerkreuz sowie ein Gruppenkreuz. Über einen weiteren Stiegenaufgang erreichen wir den oberen Burghof mit dem Palas, dem Bergfried und der Burgkapelle. In der unteren Ebene des Bergfrieds ist die Folterkammer eingerichtet. Über den Aufgang in den Bergfried erreichen wir auch den Festsaal. In der Burg Glockenhaus finden seit 1981 die jährlichen Kammermusikfeste statt. Ein weiteres Highlight der Burg ist der Rittersaal. Der Rittersaal entspricht einer zweischiffigen gotischen Halle mit einem Kreuzrippengewölbe. Möglicherweise diente er den Templer und Johanniter als Kapitelsaal oder als Kontemplationsraum. Der fehlerhafte Kreuzbogen ist ein gewollter Artefakt des Baumeisters. In den Fensternischen der Burgkapelle finden sich die ältesten Freskenreste des Burgenlandes. Diese Fresken könnten ebenfalls einen Bezug zu den Templer herstellen. Möglicherweise stellen sie einen Patriarchen und einen Tempelritter dar. War Burg Glockenhaus nun eine Ordensburg der Templerritter? Ja oder nein? Vielleicht.